Was passiert hier? Hinten haben sie, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen gekämpft. Aber ich glaube, sie verstehen sich trotzdem sehr gut. Ja, und damit starte ich auch hier in den Tag und wünsche euch einen guten Morgen und ein neuer Vlog startet jetzt einfach. Und ich bin gerade schon am Schneiden von dem Vlog von gestern. Da ich heute auch wieder viel zu tun habe, habe ich gedacht, ich fange jetzt schon mal an mit Schneiden. Marie ist ja heute immer noch in Hamburg. Die hole ich dann heute Abend um 9:30 oder so, glaube ich, am Flughafen ab. Also voll spät erst. Und die muss dann morgen auch wieder irgendwo hin. Also es ist richtig viel, ist Marie gerade unterwegs und ich bin viel alleine. Aber ja, passt auch. Ich habe jetzt zwei Katzen. Die unterhalten mich eigentlich ganz gut. Die haben heute Morgen einfach schon im Bett gekuschelt. Das ist richtig krass. Also ich glaube, heute Nacht haben mal beide auf dem Bett geschlafen. Und dann irgendwann, heute Morgen, kamen dann beide hoch und dann habe ich einen so ein bisschen gestreichelt und dann waren beide so ein bisschen am Kuscheln, richtig süß. Okay, ich weiß nicht, was da hinten passiert. Ich will mich eigentlich auch nicht von der Couch wegbewegen. Ich weiß nicht, ob die da so ein bisschen Games machen unter der Tür durch oder so. Weil wenn ich immer aufstehe, dann ist es sofort wieder vorbei. Dann spielen sie nicht mehr. Okay, Mimi ist tatsächlich hinter der Tür. Weil Jinx ist gerade weg und dann kam sie hervor. Was ist da dieser schwarze Schatten da hinten? Das ist Mimi. Normal ist Jinx nie im Bad, er hasst das Bad und Mimi ist irgendwie ständig im Bad. Also wenn man aufs Klo geht und die Tür nicht ganz zumacht, kommt Mimi sofort rein. Da sind die zwei Raufbauern, die raufen sich richtig gerade. Macht Spaß. Hallo jetzt auch mal von mir und von Kati. Hallo, guten Morgen. Hallo. Wir fahren jetzt gerade zur Location vom Workshop. Ich bin sehr gespannt, was uns so erwarten wird. Und richtig nervig. Ich habe erzählt, ich hatte Halsweh. Und jetzt höre ich nicht mehr so gut. Also ich fühle mich gar nicht so krank. Meine Nase ist so eigentlich in Ordnung. So ein bisschen schnupfig vielleicht. Aber ich höre nicht mehr so gut. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber und ich freue mich, wenn wir heute Abend wieder alle zusammen auf der Couch sitzen mit den Cats. Oh, Die ganze Zeit gestern Fotos gezeigt, die sehen echt knuffig aus. Naja, aber Kathi hat auch einen sehr süßen Kater. Müsst ihr unbedingt auschecken, Bailey. Den möchte ich auch unbedingt mal kennenlernen. Oh, den vermisse ich auch. Ja, wo du die ganze Zeit von deiner Katze erzählst, vermisse ich den wirklich. Ja. Oh, Ada wieder voll am Start hier. Ihr Plan? Kampfmeuche? Das ist ja das Allerwitzigste dadurch, dass die sich dadurch angucken. Haben wir uns beide genug, oder? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das so ist, wenn Katzen kämpfen. Also ob das immer, wenn ich hingehe, also in die Nähe nur, dann ist es sofort vorbei eigentlich. Und jetzt fangen sie schon wieder ein bisschen an. Also ihr könnt ja mal eure Erfahrungen irgendwie in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren, wie das ist, ob ihr da richtig zuschauen könnt oder ob ihr das eher so im Heimlichen machen. Wenn ihr fragt, was ich mache, ich schneide den Vlog und beobachte währenddessen die Katzen. Komplett geblättet vom Kämpfen liegen sie jetzt da. Richtig friedlich und selig liegen sie da. Süß. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann kuscheln sie zusammen. Minne hat sich auch, lag vorhin ein Stück weiter rechts und hat sich jetzt so richtig rangekuschelt. Was passiert hier? Ha? Ihr Cats? Ja, ich frühstücke jetzt auch endlich mal. Vlog ist geschnitten und hochgeladen und Thumbnail ist alles gemacht. Und bei mir sieht mein Frühstück auch eher sporadisch aus. Einfach ein bisschen Brot, einen Kaffee und dazu irgendwas, was es gibt zum Draufmachen. Und vielleicht schaue ich ein paar YouTube-Videos nebenher. Und Mimi ist sofort wieder am Start.
Ich fetze jetzt eine Runde ins Fitnessstudio und hört euch mal dahin. Und hier bin ich auf dem Laufband zum Warmmachen. Und eine Runde Bank drücken. Training beendet, war echt cool, es hat Spaß gemacht, so richtig kurz und knackig. Und jetzt war ich gerade kurz bei den Cats, also denen geht's prima. Und jetzt gehe ich zum Baumarkt. Und zwar habe ich ja eigentlich mal erzählt, dass wir so eine Eckbank bauen wollen auf den Balkon, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, so eine normale Bank zu bauen. Ich habe das bei Walle gesehen, der hat sowas gebaut und da habe ich gedacht, das ist eigentlich viel praktischer, auch so eine Art Kiste zu bauen, weil dann können wir die mitnehmen, wenn wir mal ausziehen und so, und das ist halt mega cool, einfach so eine bewegliche Kiste zu bauen. Und Walle hat das damals aus Palettenholz gebaut, also der hat alte Paletten zerlegt, und ich habe jetzt beim Baumarkt gesehen, dass es da auch so Art Palettenholz zu kaufen gibt. Da sind einfach eigentlich nur so Dielen. Und die werde ich jetzt kaufen und dann die Kiste bauen. Und ein Berg voller Holz. So, das ist das ganze Material, was man braucht. Hier steht meine Säge und ich säge jetzt erstmal die langen Seiten und die kurzen Seiten aus dem Holz zu. Also das wird verkleidet quasi, oder das verkleidet die Box, und die Länge ist 1,15 und die Breite ist dann 50. Was? So, als erstes baue ich jetzt zweimal so einen U. Das sind dann die Seitenwände, quasi die Ständer für die Seitenwände, und die schraube ich einfach hier unten zusammen. So, auf dieses U schraube ich jetzt diese Querteile drauf, also das ist das zusammengeschraubte U, und da schraube ich jetzt diese Querlatten drauf, und das ist dann die eine Seitenwand. So weit sieht die Box bis jetzt aus, jetzt muss ich mich noch um den Deckel kümmern hier oben, und die mache ich so rum. So sieht die Truhe mittlerweile aus, also der Deckel ist noch nicht fertig, die Bretter sind hier noch einzeln und die muss ich noch zusammen machen und dann diese Sachen befestigen hier, aber ansonsten ist sie eigentlich fast fertig. Ich muss noch alles ein bisschen schleifen, und jetzt als Spezialschliff habe ich mir überlegt, hole ich mal so einen Heißluftföhn und versuche das Holz so ein bisschen anzubrennen, damit es so ein bisschen vintage und used aussieht. So, einfach im Heißluftföhn ein bisschen drüber, und da könnt ihr schon sehen, dann ist es ein bisschen verbrannt. Da ich es heute eh nicht mehr fertig bekomme und es echt immer kälter wird und richtig eklig ist, habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich heim und guck mal nach den Cats und träum noch ein bisschen auf. Und dann kommt Maria auch schon. Ich mache jetzt noch kurz ein bisschen die Wohnung fresh und bringe einen ganzen Riesenstapel Altpapier raus und saug noch einmal durch, weil die Katzen haben schon wieder ganz schön Dreck gemacht. Und ansonsten guck ich mal, was noch gemacht werden muss. Oh Gott, meine Haare. Und ich habe so rote Backen, als ob ich irgendwie in der Sonne gewesen war. War ich aber nicht. Kurzes Update noch zu Mimi. Er hat jetzt schon was gefressen. Also ist schon mal echt gut. Und Mimi ist so süß. Das Schnurren überschlägt sich immer so krass, also der fiepst dann immer so hardcore. Okay? Zu mir kommt jetzt gleich ein Kumpel und wir holen zusammen Marie ab, weil der hat ein richtig geiles Auto gerade ausgeliehen. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt einmal mitfahren, bevor es wieder zurückgeben muss. Deshalb holt er mich ab und wir holen zusammen Marie ab. Wie krass ist dieses Auto, bitte? Das hat einfach auch so viel PS und geht so abartig ab. Ich finde nur diese weißen Sitze ein bisschen hässlich, aber sonst echt mega geil. So, Marie ist wieder zu Hause, ihr geht es eigentlich nicht so gut und die duscht jetzt eine Runde. Sie hat irgendwie mega Ohrenschmerzen beim Flug gehabt. Sie erzählt es euch nachher, aber stimmt noch. Und ich mache jetzt auf jeden Fall eine Zitrone, halbiere ich und presse die dann aus und tue die dann in zwei Shotgläser, damit wir unser Immunsystem ein bisschen stärken. Da sind sie wieder, unsere Shots. So. Willkommen zum Bettgeflüster. Ich bin auch wieder da. Ich habe schon erzählt. Ach so. Ich habe erzählt, dass dir nicht so gut geht, aber ich habe gesagt, du wirst noch genauer detaillieren. Was soll ich detaillieren? Ich höre auf einem Ohr nichts, weil es nach dem Fliegen nicht mehr aufgegangen ist, weil ich erkältet bin, und dann hat der Druckausgleich nicht funktioniert und ich dachte, mein Ohr zerfetzt gleich in der Luft. Ich habe so richtige Schweißhände gekriegt, weil ich so Schmerzen hatte. Das war richtig asozial. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll.
Ja, und jetzt ist es halt zu und ich habe so Gliederschmerzen und deswegen schlafe ich jetzt. Ja. Und morgen ist vielleicht wieder besser. Schläfst du nicht mal gesund? Weil morgen fliege ich ja schon wieder irgendwo hin. Gott. Ja, ja. Ich bleib hier bei den Cats. Der Katzenpapa hält die Stellung hier zu Hause. Oh, bald bin ich auch wieder mehr da. Jetzt ist halt gerade wieder viel. Ja. So, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ja, richtig. Und dann... Oh. Danke. Das sieht auch sehr witzig aus, dass dein Kopf so ginormous ist. Und deiner so klein, gell? Ich sehe aussehen, als hätte ich überhaupt keinen Körper. Das sieht aber witzig aus. Wir sind siamesische Zwillinge, du kommst aus meinem Hals hinten raus. Voll so, eklig. Guck. Hau! Naja. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag wieder am Nacht und dann bis morgen. Tschüss! Dann am Nacht, bis morgen, tschüss! Was ist los? So hast du geredet. Nein! Entschuldigung. Tschüss! Hallo! Es hat eine Windel an!